Hallo liebe Leute, also ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe gestern den Typen geholfen mit seinem Lastwagen. Erstmal in der absoluten Hitze habe ich ihm geholfen mit diesen Steinen und alles. Und dann haben wir... Hola, buenas. Dann haben wir... Mit den Steinen hat es nicht funktioniert, dann haben wir noch andere Sachen probiert und irgendwann mal habe ich gesagt, okay, ich packe mein Auto zusammen, ich hole ihn mit dem Auto raus. Dann habe ich ihn mit dem Auto rausgezogen, das ging relativ schnell und er war ziemlich daneben. Ich wusste, dass er früher sehr viel Drogen genommen hat, deswegen habe ich auch so ein bisschen Späßle gemacht, so als ob ich das früher auch gemacht hätte und jetzt aus der Sache raus bin, so. Weil ich habe nämlich in ihm gemerkt, eine starke ungelöste Aggression und auch, ja, ich habe gemerkt einfach, dass da ist was sehr stark ungelöst. Das ist so ein bisschen wie bei Olivier. Und dann ich habe also den Ball sehr flach gehalten. Und dann haben wir so gesagt, wir verbringen den Abend zusammen, haben wir lange gequatscht bis in die Nacht rein und habe ihr was zu essen gegeben, was ich sehr cool fand, weil ich hatte nicht mehr so viel da. Ich muss auch bald losfahren. Und naja, könnte ich hier noch verbringen. Ich habe noch die Sojaflocken und Reis. Ich meine, davon kann man auch noch einen Tag leben oder Quinoa oder so. Aber dann müsste ich morgen definitiv los. Genau. Und vielleicht mache ich das sogar. Egal. Ich könnte ja auch die Nachbarn fragen, ob sie mir eine Frucht geben oder so. Eine Banane wäre egal. Egal. Auf alle Fälle haben wir den Abend zusammen verbracht und dann. Am nächsten Tag, genau, erst, also genau, und in der letzten Fünftel der Konversation tue ich so ein bisschen Non-Dualität mit rein. Weil ich mir dachte, so mal schauen, ob die Synchronizität deswegen entstanden ist, weil es ihn interessiert, so ungefähr. Hola, buenas. Und dann habe ich gesagt, so, mal gucken. Heute ist Feiertag hier, deswegen kommen so viele Leute. Und dann habe ich gesagt, so, dann haben wir den Abend verbracht und er wollte dann, dass wir heute unbedingt Kaffee trinken gehen. Ich habe gesagt, du, ich trinke keinen Kaffee und ich habe mich schon gewohnt. Ich habe gesagt, du bist super nett und wär ein guter Freund und so, aber ich bin lieber alleine. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Er so, wurde schon so pissig. Er hat gesagt, komm, das ist doch nur Kaffee und so. Und ich habe gesagt, Kaffee trinke ich nicht. Und er so, ja, dann kannst du ja Tee trinken. Und ich so, So, und er wollte halt, dass wir in der Früh gleich losstarten und zusammen den Kaffee trinken. Und ich habe schon diese Aggression, die latente Aggression gemerkt. Und ich wusste, dass da so was Passives, Aggressives kommt. Ich kann das wirklich schon vorhersagen. Und dann heute Morgen fährt er dann los und genau, nee, man merkt so, er macht so ein bisschen Lärm, er lässt Punkmusik laufen, dann Nirvana, what the fuck, so hier in der Natur, klar, ja, und dann macht er den Motor an und wartet auch noch ziemlich lang, weil er dachte sich so, ja, jetzt komme ich raus oder was, und ich hatte keinen Bock, er hat mir super viel Energie gezogen. Das Essen, was er mir gegeben hat, bin ich zwar dankbar dafür, aber es ist halt ungesundes Essen. Und also so Weißbrot, Zucker, Sachen und so Salami und so Scheiß. Also wirklich das schlechteste Essen, was man so essen kann aus meiner Sicht, was ich eigentlich gar nicht esse. Und er hat mir natürlich auch Energie genommen. Das heißt, ich bin super müde gewesen. Jetzt in der Früh. Und ich habe gemerkt, das war einfach die Kombination von verschiedenen Sachen. Weil ich bin normalerweise in der Früh hier nie müde. Ich wach auf und ich bin so um 8 Uhr, so 7 Uhr und ich bin eigentlich relativ gut drauf. Und jetzt war ich einfach nur so, oh, ich will einfach nur schlafen. Und dann irgendwann schmeißt er den Motor an. Und ich denke mir so, okay, macht das jetzt wegen Klima oder weil er wegfährt? Und der hat sich nicht mal die Mühe gemacht, zu sagen so, hey du, ich fahre jetzt oder so. Sondern der ist weggefahren. Und das war eine passive Aggressivität, das habe ich in ihm richtig gemerkt, ja. So eine mini-passive Aggressivität.
Und ich bin super froh, dass er weg ist. Und das ist, was ich sagen wollte. Ich kann eigentlich nur noch mit erwachten Menschen, weil ich eigentlich ganz genau weiß, was kommt. Und ja, total, total. Es wird langsam heiß von hinten. Ich brauche, glaube ich, jetzt langsam eine Mütze. Ja, und ich war, also ich war super froh, als er gefahren ist. Und ich habe gemerkt, so, ich brauche das alles gar nicht mehr. Also ich hätte ihm einfach nur helfen sollen und dann keine Zeit mit ihm verbringen. Das wäre eigentlich das Idealste gewesen. Wobei, für das Essen bin ich schon dankbar. Für die Konversation, mei. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja, gibt fast sonst nichts zu sagen. Irgendwie wollte ich das mit euch teilen. Wie so Situationen entstehen. Aber vor allem konnte ich ganz klar spüren. Also nur noch erwachte Menschen um mich herum. Ganz klar. Aber die Synchronizität war auch gegeben. Der musste das irgendwie hören mit dem Meditieren. Keine Ahnung warum. Ja, ich weiß auch nicht genau. Hab's jetzt irgendwie teilen müssen. Ah ja, und genau. Und ich werde nur noch was ich mir gedacht habe, ist mit dem spirituellen Erwachen, dass ich nur noch über Non-Dualität oder fast nur noch über Non-Dualität sprechen sollte. Weil vielleicht ziehe ich damit einfach mehr Menschen an, die auf meiner Schwingung sind. Logischerweise. Ah, wer weiß. Mal gucken, was passiert. Aber das macht logisch extrem viel Sinn. Okay, das war's.